und auch keine Aussicht darauf, dass der Krieg irgendwann sonst wie enden wird. Hui. Immerhin haben wir einen starken Verbündeten jetzt. Und Schulden. Und kein Einkommen mehr. Und alles geht komplett den Bach runter. Und in 50 Jahren sind wir vermutlich, kann es sein, dass das Spiel endet, weil wir ein Sklave von Frankreich werden. Aber ich dürfte theoretisch noch kolonialisieren, immerhin etwas. Und Rebellen in Fernando Po sind mir egal, ich kann jetzt nicht meine Flotte jedes Mal riskieren. Ist schon schlimm genug, wenn ich sie für Kap Verde riskieren muss. So, das reicht nicht. Wir müssen irgendwo unsere Ausgaben verringern. Das könnten wir am besten. So. Unser halbes Einkommen geht jetzt natürlich auch in die Taschen von Frankreich, nehme ich mal an. Aber wir müssen diese Kolonie ganz schnell selbsterhaltend zum Selbsterhaltendwerden bringen, damit dann unsere Ausgaben mal sinken und dann wird es mit Kolonialisieren vermutlich mal länger eher nichts mehr. Also insgesamt doch kann man fast sagen das schwerste Let's Play bisher. Aber das werden wir auch irgendwie hinkriegen, hoffe ich es mal. Wir könnten uns schon einen super guten Berater leisten, aber ich kann ihn mir sowieso nicht leisten. Los, Frankreich, verteidige mich. Los. So, ich sehe jetzt sogar noch einen. Und danach. Können wir das hier hoffentlich wieder runterstellen. So, Graupara ist selbst erhalten, dann können wir hier wieder auf Null gehen. Wow. Bringt uns da alles nichts? Sehr gerne. Auch wenn mir das auch gerade eigentlich nicht wirklich was bringt. Unsere Kriegsmüdigkeit ist natürlich wieder mal ultra hoch wegen den ganzen Rebellen und Franzosen und sonst wem. Aber das Gebiet hier sollten wir auf jeden Fall halten können. Gut, mit den Ausgaben geht es jetzt wieder einigermaßen. Können wir hier vielleicht noch ein wenig raufgehen? So irgendwie. Ja, und jetzt können wir nur noch darauf hoffen, dass irgendwie durch irgendeinen glücklichen Zufall alles besser wird. Darf ich denn eigentlich noch Kriege erklären? Nein. Also ich bin jetzt, glaube ich, eigentlich schon sowas wie ein Vasall. Ist natürlich schlecht, aber wird sich vermutlich nicht ändern lassen. Aber immerhin haben wir sehr bald hier eine Kernprovinz. Und dann können wir in Südamerika mal Schiffe und Truppen rekrutieren und von hier aus kolonialisieren. Und das erleichtert alles um einiges. Und zwar in genau
3 Jahren müsste das gehen. Ah ja, das müssen wir der Bank natürlich nochmal zurückzahlen. Dann haben wir auch weniger Ausgaben immerhin. Dann gehen wir hier mal jetzt noch runter, damit wir uns das auf jeden Fall leisten können. Also das Zurückzahlen leisten können. Gut. Wird schon irgendwann enden, hoffen wir mal. Das sinkt auch wieder. Ja. Universitäten werden wir sowieso nie im Leben leisten können. Und anscheinend hat sich Russland sogar gegen die Osmanen wehren können. Oder gegen die Türkei, wie sie hier heißt. Wann kommt denn der? 1. Mai 41. Das ist ja nicht mehr lang hin, aber das sollte sich ausgehen. So, zurückzahlen und wir sollten trotzdem im Plus bleiben, ja. Immerhin hat England mal keinen Anspruch mehr. Frankreich hat einen netten Krieg laufen. Gut, dass wir ihnen nicht helfen müssen. Österreich hat Ungarn vassalisiert, okay. So. Ja, spannend wird auch, ob wir uns überhaupt 10 Truppen behalten können, wenn wir nur noch diese Gebiete haben. Aber ich denke, es müsste gehen, weil man ja schon alleine durch die Hauptstadt plus 6 hat. Also das sollte sich zumindest ausgehen. Gut, hier ein Rebell, auch in Frankreich ein Rebell. Also, ich weiß nicht genau, wie das laufen wird, ob wir in 50 Jahren einfach akzeptieren müssen und das Spiel für uns endet oder nicht. Oh, interessant. Frankreich rekrutiert eine ganz dezente Armee. Ah ja, ich könnte mal speichern. Portugal 1542. So. 24. Oktober. Wir sind immerhin schon im richtigen Jahr angelangt und mir fällt gerade auf, ich habe noch kein einziges Mal die Aufnahme unterbrochen, um eben, also ich meine, ich habe sie schon unterbrochen, aber ich habe nicht irgendwie, also ihr habt noch jeden einzelnen Tag im Spiel miterlebt, sozusagen. 24. Oktober, September, der Tag muss gefeiert werden, stellen wir ein bisschen langsamer. Und ja. Jetzt immer noch nicht. Okay, wahrscheinlich dann am Monatsende. Yay! Damit haben wir jetzt hier eine Kernprovinz. Oh. Kostet nur 1000 Gold, die Hauptstadt zu verlegen. Das werden wir uns auf jeden Fall bald leisten können. Naja. Dann bleibt wohl erstmal Lissabon die Hauptstadt. Aber von der Kolonialreichweite her sieht es jetzt auf jeden Fall super gut aus. Was mich natürlich schon mal freut. Ja, dann bestellen wir wieder ein paar Kunstwerke. Wie immer, weil wir nichts Besseres damit zu tun haben. Und wir könnten uns mal ein bisschen um den Handel wieder kümmern. So. Wo investieren wir? Ah, nirgends.
So, wo sollen wir investieren? Bei den Inkas und Mayas.